Ja, wir haben es gehört. Der Grenzwert für die Inzidenzen soll also neu festgelegt werden. Das Impfen steht sowieso für die Landesregierung Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an allererster Stelle. So sollen für vollständig Geimpfte auch alle Beschränkungen oder Einschränkungen ab September fallen. Nicht-Geimpfte müssen dagegen wohl mit Einschränkungen rechnen. Für sie soll in Baden-Württemberg die Testpflicht verschärft werden. Bedeutet, statt Schnelltests soll man dann negative PCR-Tests vorlegen, wenn man zum Beispiel auch in ein Restaurant gehen möchte. Die muss man möglicherweise dann auch selbst zahlen. Wir haben uns mal umgehört, was die Menschen denn auf der Straße zu den Regelungen sagen, die vermutlich mit den neuen Corona-Verordnungen Ende Juli dann kommen werden. Also in dem Moment, wo für alle Menschen ein Impfangebot da ist, und das scheint ja jetzt der Fall zu sein, zumindest sagt die Regierung das, finde ich das okay, dass nicht Geimpfte Einschränkungen haben. Es gibt zwar keine Impfpflicht, aber durch sowas zwingt man die Leute indirekt, sich zu impfen. Die Leute, die für die anderen in dem Fall gefährlich sind, die sollten halt mit Maßnahmen nachweisen, dass sie andere nicht anstecken. Weiß nicht, ob man das jetzt so verallgemeinern sollte. Ja, bin ich eigentlich derselben Meinung. Ich finde, es sollte jedem selbst überlassen sein. Und Einschränkungen finde ich da.